weiß es. Du bist mein Sohn. Vielleicht warst du das mal, aber du hast dich geändert. Ich bin und bleib ein Monster. Nicht für mich. Die habe ich doch am allermeisten wehgetan. Ich habe dich weggegeben. Das ist doch so lange her, dass das gar nicht mehr wahr ist. Doch, es ist wahr. Und du willst bestimmt nicht eine Mutter wie mich. Hey. Alles klar? Glaubst du, meine Mutter sagt die Wahrheit? Die Geschichte ist so verrückt. Fast schon zu verrückt, als dass man sich sie ausdenken kann. Aber ob sie lügt oder nicht, das kannst du viel besser entscheiden. Dem Sastro traue ich so eine miese Aktion auf jeden Fall zu. Ich auch. Hi, ihr beiden, na? Hallo. Hi. Und wie war eure Französischstunde im Kino? Oh, Katastrophe. War der Film so schrecklich? Du, keine Ahnung. Die haben so schnell gesprochen, dass ich überhaupt nichts verstanden habe. Vielleicht hätten wir doch nicht das Original gucken sollen. Hm? Vielleicht solltest du deine Vokabeln besser lernen. Vielleicht sollte der Lehrer einfach besser werden. Hm? Aber apropos Französisch. Was war da eigentlich neulich zwischen euch und diesem Brion? Tja, ihr werdet Wir wollten überprüfen, ob er sich auch richtig um Valentina kümmert. Aha. Und? Tut er es? Ja. Sieht alles ganz in Ordnung aus. Übrigens, ich habe mit der Bank telefoniert. Und? Morgen. Morgen kann ich euch das Geld endlich geben. Ja. Und dann trennen sich unsere Wege. Was treibst du denn hier? Ich mache mir Gedanken um die Zukunft unseres Hotels. Aha. Wie soll die aussehen? Also, wenn man hier ein bisschen umbauen würde, dann hätten wir hier den idealen Standort für das neue Restaurant. Wie bitte? Sag mal, fängst du mit diesem Unsinn schon wieder an? Stellt sich die Frage, wo wir die zweite Küche einbauen. Schau mal, wenn wir ein Stück vom Rosenzimmer abtrennen... Na, Moment, langsam. Hier wird weder umgebaut noch etwas abgetrennt. Du willst den Salon also so lassen? Ja, es bleibt alles beim Alten. Du musst mit der Zeit gehen. André, wir brauchen weder ein neues Restaurant noch eine zweite Küche. Das ist übrigens auch Charlottes Meinung. Doch, brauchen wir. Auf keinen Fall. Du glaubst doch nicht, dass ich ein paar hunderttausend Euro gebe, um anschließend nicht mitreden zu dürfen? Mitreden darfst du, ja. Das ist doch sehr schön. Dann hör dir bitte meine Vorschläge ernsthaft an, statt immer gleich prinzipiell dagegen zu sein. Morgen kommt übrigens ein Innenarchitekt mit ein paar Vorschlägen, wie man das alles umbauen kann. Wäre schön, wenn du Zeit hast. Mhm. Worauf du dich verlassen kannst. Das gibt's doch nicht. Jetzt schiebst du mir die Schuld in die Schuhe. Was sollte ich denn machen? Irgendwie muss ich Ben ruhig stellen. Das ist doch absurd. Wer war von Anfang an gegen diese Babygeschichte? Ben hält erstmal seinen Mund, das ist das Wichtigste. Ja, und ich bin der böse Mann. Verdammt nochmal, warum kannst du nicht mit mir absprechen, was du vorhast? Ich hab so die Schnauze voll von deinen Alleingängen. Oh. Hallihallo. Dann hast du was getrunken. Ja, war ja schließlich mein Umtrunk. Ja, großartig. Da haben die Kollegen ja gleich den richtigen Eindruck von ihrer neuen Restaurantleiterin. Ach, du, ich weiß schon, was ich tue. Ich bin ja keine 16 mehr. Ja, aber du benimmst dich so. Woher willst du das denn wissen? Du warst ja schließlich nicht da, als ich so alt war. Das willst du nicht hören, oder? Sag mal, ich war heute auf dem Friedhof bei Mutters Grab. Ist sie dir noch nicht mal ein Grabstein wert? Ich hab mir gedacht, du kaufst dir einen von deinem ersten Gehalt. Geld kommt ja sowieso von mir. Du bist sowas von gemein. Lena, ich hab das nicht so gemeint. Lass mich in Ruhe. Lena, ich hab grad furchtbar Ärger am Telefon gehabt.
bleibt Robert nur? Ich dachte, er wollte unbedingt Valentina sehen. Hildegard hat gesagt, dass er auch bei Lenas Einstand war. Aber der ist doch längst vorbei. Ich verstehe sowieso nicht, dass ihm so ein Umtrunk wichtiger ist als seine Tochter. Oder läuft da doch was mit Lena? Schluss mit dem Grübeln. Das bringt doch nichts. Vielleicht hat er seine Mailbox gar nicht abgehört. Ab ins Bett. In ein paar Stunden ist Valentina wieder wach und hat Hunger. Hallo, Schwesterchen. Hallo. Na, bist du noch gar nicht im Bett? Aber gleich. Weißt du, wo ich gerade war? Na? Nein. Auf dem Einstand unserer neuen Restaurantleiterin. Wie, ich dachte, da wären nur die Restaurant- und Küchenangestellten eingeladen gewesen. Ja, aber ich hatte eine extra Einladung. Und? Wie war's? Sie ist ja schon eine Hübsche. Und sag bloß, sie konnte deinen schönen Augen widerstehen. Ich habe alles gegeben, aber ich glaube, die interessiert sich eher für den jungen Saalfeld. Hey, keine Sorge. Sie haben ein bisschen miteinander geflirtet, aber dann ist er alleine gegangen. Ha? Ha. Ab ins Bett. Ja. Ja. Du? Weißt du was? Ist mir völlig egal, ob du schlecht bist für mich oder nicht. Jetzt. Bis später. Meinen Sie, Sie sehen heute noch die Lena Zastrow? Ja, bestimmt. Warum? Vielleicht können Sie ab und zu mal fallen lassen, was für ein netter und charmanter Typ ich bin. Dazu brauchen Sie mich doch nicht. Sie wickeln doch mit Ihrem Charme sowieso jede um am Finger, oder? Bisschen Schützenhilfe kann nicht schaden, oder? Servus. Wirklich an Lena Zastrow interessiert? Warum nicht? Sie ist heiß. Pass auf, dass du dir nicht die Finger verbrennst. Lena Zastrow ist keine einfache Frau. Die hat schon einiges durchgemacht. Denk nur an ihre Ehe mit diesem Schlägertypen. Umso mehr wird sie sich über einen normalen Mann freuen. Und sie ist noch lange nicht geschieden. Ja, und außerdem ein bisschen an Robert verknallt, hast du ja selbst gesehen. Was ist so Besonderes an diesem Kerl? Warum laufen ihm ja alle tollen Frauen hinterher? Weil er eben umgekehrt nicht wie gewisse andere Männer wahllos hinter jeder tollen Frau hinterherläuft. Du solltest mich besser kennen, Eva. Für mich gibt's immer nur eine große Liebe. Ja, aber im Gegensatz zu dir versuche ich meinem Glück ein bisschen nachzuhelfen. Zum Beispiel, indem ich ehrlich zu der betreffenden Person bin. Wie soll sie sonst wissen, was ich für sie fühle? Tja, vielleicht ist das ein guter Tipp. Das werde ich dir nie vergessen, mein Sohn. Ich hoffe, du wirst glücklich mit dem Geld. Das bin ich schon. Bald bin ich Miteigentümer des Fürstenhofes. Ich kann es kaum glauben. Ja. Da wird sich Werner warm anziehen müssen, nehme ich an. Alles zum Wohle des Fürstenhofes. Werner und ich, weißt du, ja doch, wir ziehen an einem Strang. Macht's gut, ihr beiden. Du auch. Juhu. Du bist unglaublich. Stimmt. Warum?
Weil ich meinem Vater Geld leihe? Ja, 400.000. Plus die 50.000 für Ben und Katja. Hätten wir uns nicht doch was aufheben sollen? Hm? Für Franka? Wozu? Du hast da einen super Job. Und ich werde auch bald was finden. Vielleicht wieder als Sommelier, wer weiß. Und was die 400.000 angeht, ohne meinen Vater hätte ich das Geld ja gar nicht. Er hat mir das Los geschenkt. Ich weiß. Irgendwann zahlt er mir das zurück, ich bin ganz sicher. Und Ben und Katja, die brauchen es wirklich dringender als wir. Hm? Ja. Weißt du was? Geld macht nicht glücklich. Das habe ich in den letzten Wochen gelernt. Und alles, was ich brauche, das bist du. Mhm.